Also arbeite ich nicht mit irgendwelchen Kapseln, die in der Herstellung 70 Cent kosten, für 70 Euro verkauft werden. Das ist eine Riesenfrechheit. Herzlich willkommen zur Gesundzeit mit Andreas Paffrath und the one and only Florian Sauer, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Ja, Florian, das war mein Einstieg. Ja? Jetzt ist noch die Frage, wer ist wer hier? Ja, ja, das kriegt man schon mit. Genau, ein Apfel am Tag, sagt man denn, keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away, das ist das Sprichwort. Und genau. Jetzt ist die Frage, was hat das denn bitte mit Supplementierung zu tun? Denn das Thema heute ist, warum Supplemente auf Dauer nicht helfen. Genau, also wenn wir das so sehen, könnten wir sagen, Nahrung ist unser Supplement, denn in der Nahrung stecken verschiedene Nährstoffe. Im Beispiel eines Apfels, der hat jetzt 38 Vitamine, Mineralien, Stofflichkeiten, unter anderem auch viel Vitamin C. Und ich würde dir gerne den Apfel geben oder ich würde gerne dich den Apfel entsaften lassen, um hier an konzentrierte Nährstoffe heranzukommen, wenn du sie brauchst. Was machen Supplementefirmen und Schulmediziner? Die ziehen sozusagen einen Anteil aus diesen 38 heraus. Nehmen wir mal im Beispiel das Vitamin C. Und das verpacken sie dir in eine Kapsel, die musst du dann schlucken. Die schmeckt nicht nach Apfel, die sieht auch nicht nach Apfel aus. Da ist überhaupt keine Persönlichkeit da. Und der Körper soll dann mit diesem Vitamin C Unglaubliches erreichen, weil sie dir vorgaukeln, dass sie in diese Tablette jetzt plötzlich 10 Äpfel hineingepackt haben. So. Was ist das Problem, was sich jetzt erstmal vielleicht für einen darstellt? Wo ist der Rest der Nährstoffe, die wichtig sind, um dann wieder das Vitamin C zu verstoffwechseln? Ja, da muss ich halt noch Vitamin B, D, E, F, G, keine Ahnung. Also ohne Ende Vitamine nehmen, Magnesium und Zink, alles Mögliche. Die Liste wird immer länger. Ja, ich nehme keine Medikamente, aber ich nehme Supplemente und habe den ganzen Schrank voll, wird immer voller. Ja, was am Ende hast du ein riesiges Durcheinander oder wie soll genau, das funktionieren? Genau, du wirst zum Roboter, aber dein ganzes Nervensystem, dein ganzer Mikrokosmos im Körper spielt dadurch verrückt. Dadurch, dass der Körper sich dann aber auf die Supplemente einstellt, weil er immer in so Energiesprüngen lebt, wird er wie anaerob. Er ist abhängig davon und hat dann Stoffwechselstörungen, die zwangsläufig entstehen, weil er die normale Verdauung von normalen Nahrungsmitteln dann nicht mehr kann. Er verlernt sozusagen die Eigenschaft. Alles, was man dem Körper abnimmt, stellt er ein. Ja, er rastet, der rostet. Das gilt anscheinend dann auch für die Verdauung. Ja. Sag mal, du hast da auch diese Möglichkeit mit dem mit dieser Spektralanalyse bei deinen Klienten immer zu gucken, wie so die Nährstoffe in den Zellen drin sind. Genau, das heißt, ich muss wirklich sagen, dass 98% aller Menschen Mineralmangel haben. Ne? Die Gründe dafür haben wir schon benannt. Es ist ein Riesenproblem. Und die Menschen machen auch Entgiftungen, das auch manchmal schwierig ist, weil sie ja auch für Entgiftungen ja Nährstoffe brauchen, um den Alltag zu bestreiten. Andreas, brauchst du auch deine 93 Vitamine und Mineralien jeden Tag? Ja. Hast du nur einen Nährstoff nicht, entsteht zwangsläufig ein Mangel. Es fängt mit Augenzucken an, es endet im Tinnitus, Gehörsturz, Burnout. Ja, das sind dann das Ende vom Lied, wenn wir verbraucht sind. Wir altern zu schnell. Das wissen wir auch schon. Aber es ist so, dass wenn ich jetzt einen Klienten habe und mache mit denen unseren Oligoscan und ich sehe, ich habe jetzt einen Magnesiummangel, dann kann ich ihm nicht einfach nur Magnesium verschreiben oder empfehlen. Er braucht auch das Kalziumverhältnis. Also arbeite ich nicht mit irgendwelchen Kapseln, die in der Herstellung 70 Cent kosten, für 70 Euro verkauft werden. Das ist eine Riesenfrechheit. Zum Teil auch noch metallische Mineralien sind in der Kunststoffpackung, man kennt diese Geräusche ja von diesen riesen Packungen und riesen Kapseln, die da geschluckt werden müssen und da wird einem sehr viel versprochen. Das hilft nur kurzweilig in akuten Problemsituationen. Das heißt, bei akuten Erkrankungen bin ich auch Fan von konzentrierten Breitbandspektren-Supplementen, aber niemals nur Einzelsupplemente und die werden aber hier maximal 90 Tage, wenn überhaupt dann 100 Tage eingenommen. Wir sprechen ja also von einem Vierteljahr und dann muss die Umstellung spätestens erfolgen in natürliche Supplemente, also Konzentrate, die dir die Natur sozusagen gibt, Konzentrate, die du anwenden kannst, in einen Alltag integriert, wie dein Nahrungsmittel sozusagen, die Sachen eigentlich dann dein Super-Supplement sind, also ja. Im Ganzen. Okay. Es gibt ja so den Spruch, Marmorstein und Eisen bricht. Viele Menschen nehmen zum Beispiel Magnesiumchlorid zu sich oder Magnesiumcitrat oder Magnesiumorotat. Und das Problem ist, wenn ich jetzt ein salzgebundenes Mineral zu mir nehme oder ein metallisches Mineral, wie zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal uns das Magnesium an. Ich habe ein Magnesiumsupplement und schlucke das. Und das kommt ins Blut. Und was haben wir im Blut, wenn das Blut auch entgiftet, Andreas? Was haben wir im Blut, wenn das Blut entgiftet?
Genau, wenn der Körper entgiftet, hat er ja Säuren. Ja, die Säuren, drin, genau, ja. Genau, die sind dann im Blut. Und jetzt kommt eine Base, also das Magnesium, zu der Säure dazu. Und dann entsteht ja eine Reaktion. Ja. Und was entsteht? Ein Magnesiumcarbonat. Und es gibt ja dieses Lied, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Marmor besteht aus Magnesiumcarbonat und aus Calciumcarbonat. Das heißt, jemand, der immerzu solche Einzelsupplemente nimmt, hat eine verstärkte Kristallbildung im Blut. Da das Blut aber ja auch wieder durch die Muskeln gepumpt wird, bleiben diese Kristalle in den Muskeln, in den Sehnen hängen. Und sie verletzen auch die Arterien. Und sie sorgen auch dafür, dass die Arterien sich verengen. Das heißt, mit Einzelsupplementen kann man zwar kurzweilig auch wirklich eine Verbesserung herbeiführen, aber die geht auch ganz schnell wieder weg. Und wir wissen ja, dass alle Menschen, die Basenpulver zu sich nehmen, dass die immer mehr versteifen. Weil diese Reaktion im Körper sehr stark ist, weil dieses Basenpulver nichts mit Natur zu tun hat. Das ist krass. Das heißt, da bimmeln ja bei mir schon wieder die Alarmglocken, weil sehr viele Menschen, das muss noch andere Gründe haben, aber sehr viele Menschen haben ja mit Verkalkung zu tun. Ja, die Arterien verkalken mit den ganzen Folgen, die Gelenken werden steifer viele andere Dinge. Das haben aber auch die, die Supplemente nehmen, Andreas. Nicht nur die, die den Mineralmangel haben. Ja, das meine ich ja. Es muss noch mehr Gründe haben. Also die, die Supplemente nehmen, bekommen diese Probleme. Und du sagst also, die, die nicht keine Supplemente nehmen, bekommen die Probleme auch. Richtig, also der eine, der das Supplement nimmt, der verschiebt sozusagen das Symptom in eine andere Stelle, in einen anderen Artefakt hinein. Das eine, und da sind wir fast wie bei den Medikamenten, es wird also gar nicht an der Ursache geforscht, sondern es wird wirklich das Symptom verschoben. Gib mir mal schnell was, damit diese eine Beschwerde weggeht. Gib mir mal schnell ein Supplement, damit die Muskelzuckungen weggehen, dann schmiere ich was auf. Oder ich nehme mal ein D3, damit wieder mehr Energie kommt. Aber wer einem das D3 klaut, also wo der Energiemangel eigentlich herkommt, da redet man bis heute immer noch dran vorbei. Okay, und dann lass uns mal darüber sprechen, also wie es denn eigentlich richtig sein sollte. Also wir wissen, dass Supplemente also mit Vorsicht zu genießen sind oder immer nur zeitlich begrenzt. Mhm. Wie macht es denn die Natur? Die Natur ist ja letztlich immer der bessere Weg und eigentlich auch immer einfach und logisch. Also wenn ich jetzt das Beispiel vom Apfel vielleicht mal aufgreife vom Anfang, also ich nehme den Apfel und dann geht's ja los, im ersten Mal sehe ich den Apfel und mein Körper weiß, ah okay, jetzt kommt der Apfel. Und wie geht's dann weiter? Genau, das heißt, den Apfel siehst du erstmal, du entscheidest dich auch dafür, der ist farblich prägnant, ja, die Visualisierung, die Vorverdauung findet mit den Augen statt. Das ist eigentlich ein seelischer Index. Das zweite ist dann, du riechst mal dran, das machen ganz viele Menschen instinktiv, du beißt rein, du zerkaust ihn, du hast also Geschmacklichkeiten, da sind Mineralsalze, sind Säuerlichkeiten dabei, Bitterstoffe, der Körper wird also im Verdauungssekret angeregt, er produziert mehr Speichel, die Sachen werden dann gut zersetzt, dadurch kommen Enzyme, Erkennungsmarker in den Apfel mit hinein. Also Verdauungssäfte, diese ganzen Sachen kommen dann in den Magen, dort werden sie dann zersetzt durch die Magensäure, wir sprechen hier von der Denaturierung und das Ganze kommt dann in den Zwölffingerdarm, dort wird es dann neutralisiert in der Säure von Bauchspeicheldrüse und Leber, Verdauungssäfte eben und im Dünndarm werden die ganzen Sachen dann der Speisebrei entsaftet und die Nährstoffe werden dann ins Blut gezogen. Der Träger ist hier das Mineralsalz. Also Schüssler, kennt man ja alle, Schüssler-Mineralien. Der ist ja auch nicht doof. Der hat ja auch herausgefunden, dass wir eigentlich nur diese 12 Mineralsalze brauchen und da drin elementar alle Teilchen vorhanden sind. Und er macht jetzt Einzelauszüge, also er verkauft jetzt alle Salze einzeln und gibt sie in sein Ferrum Phosphoricum und andere rein. Also da werden die Leute auch verarscht, um ihnen wieder Symptome so ein bisschen abzumildern, aber sie nicht in Heilung zu bringen. Da geht es doch eher, wo kriege ich denn die kompakten 12 Energieeinheiten her, die immer und überall essentiell da sind. Das würde jetzt heißen, esse gesund, esse auch hochpotente Nährstoffe, da kommen wir gleich dazu. So, und das ist das Produkt. So, dann wird der Apfel aber auch wieder ausgeschieden, das heißt, Abfallstoffe werden ausgeschieden und da werden auch wieder Nährstoffe, die in dem Apfel drin sind, vorhanden waren, Grundvoraussetzung für Gesundheit, wieder mit abgegeben. Das heißt, wir gewinnen und beim Gewinnen verliert man auch immer wieder ein bisschen was, sodass man am besten dann bei 100% mit 80% Gewinn rauskommt. So macht sie Frau Merkel ja auch. Okay, also wenn die Natur jetzt so einfach ist und das macht sie auch einfach für uns, wir müssen nicht erst uns kompliziert auseinandersetzen, was machen wir jetzt, was machen wir nicht, was nehmen wir und nein und was brauche ich noch hierfür und das ist ja alles so kompliziert und das ist da eigentlich schön zu erfahren, eigentlich ist es doch einfach, nimm doch einfach die Natur als Vorbild und nimm dir das, was die Natur uns bietet. Und das stimmt. Was wären denn dann, wenn ich jetzt sage, ich habe Mineralmangel,
ja, oder Nährstoffmangel, Vitaminmangel. Was sind denn so natürliche Superfoods, sag ich jetzt mal, um vielleicht gegenzusteuern? Und ich sage, ich will jetzt nicht nur die Supplemente nehmen, sondern ich will langfristig eben was dagegen tun. Wenn ich jetzt erkannt habe, dass ich Mangel habe, was kann ich denn dann da nehmen? Also wichtig wäre erstmal in der Ursache ein bisschen zu suchen, Andreas. Da möchte ich ein paar Teile aufgreifen. Mhm. Zum Beispiel, wir haben sehr viele Störungen im Nervensystem. Wir haben viele Verdauungsstörungen, also sowohl das Mikrobiom im Darm als auch die Verdauungssäfte, die nicht richtig fließen. Ja, die Zahnfehlstellung, also die Nacht wird nicht richtig zersetzt. Die Menschen haben Stress, sie haben Hektik. Sie kriegen keine guten Lebensmittel heran. Ja, sie sind sehr, sehr stark übersäuert. Sie haben Autoimmunstörungen. Ja, es sind viele Dinge, die jetzt Ursache haben, warum dann dieser Mineralmangel entsteht. Sie sind unglücklich, sie leben das falsche Leben, sie haben keine gescheiten Essens- und Schlafzeiten. Aber jetzt ist es nicht so, dass ich sage jetzt, Andreas, iss den Apfel, dann wird schon alles wieder gut. Nein, du bräuchtest 10 Äpfel von der Energie, um erstmal wieder aus deinem Tiefschlag rauszukommen. Und da macht es ja Sinn, mal ein Breitbandspektrum an Supplementen einzunehmen. Das muss aber perfekt ausgerechnet sein und muss auch passen auf die jeweilige Person, auf die jeweilige Situation. Das muss man auch ausmessen können, technisch, auch medizinisch, und dann würde man eine Hochpotenz ansetzen. Ich bin aber eher der Fan davon zu sagen, okay, diese 2 Monate Supplemente sind jetzt mal wichtig, um dich erstmal wieder in ein neutrales Level zu kicken, und dann lerne ich dir natürlich dann auch gleich, wie du aus der Natur hochpotente Nährstoffe finden kannst. Also Andreas, als Beispiel, 1 Apfel kannst du essen, du kannst aber auch 10 Äpfel entsaften, diesen Saft trinkst du und du isst dazu 1 Apfel. Dann hast du die Energie, die Potenz in kolloidalen Mineralien, entsaftet aus 10 Äpfeln, in 1 Apfel komprimiert als Saft, leicht verdaulich im Körper in der Aufnahme und kannst dich damit pushen. Es ist viel günstiger wie die Supplemente in den Packungen. Mhm. Aber vielleicht können wir ja mal ein paar Sachen aufzählen. Was sind jetzt zum Beispiel aus der Natur, was vielleicht gar keiner kennt, hochpotente Vitamine oder Mineralstofflieferanten? Weil dann wird es einfach. Du baust in deiner Ernährung mit ein. Ja, genau. Und das Erste, was mir einfällt, wenn ich jetzt rausgucke, sehe ich zwar erstmal nur weiß, aber es ist trotzdem vorhanden draußen, dass die Wildpflanzen. Genau, die Wildkräuter, die kosten nichts. Wildkräuter wachsen an den einfachsten Stellen und sie enthalten hochpotente, also ich rede hier von 10.000 Mal mehr Nährstoffeinheiten als in jedem Gemüse, das wir im Supermarkt kaufen. Aber es gibt noch ganz andere Sachen. Es gibt zum Beispiel auch Gemüsesäfte. Wir sprechen hier von Grassäften, Wildkräutersäfte, Gemüsesäfte. Aber auch Sangokoralle, Austernschalenpulver, gerade bei Knochenproblemen, hochpotente Mineralien im Bereich Magnesium, Calcium, Phosphor, Schwefel und so weiter. Knochenbrühen, Andreas, auch wenn viele Veganer das nicht gerne hören und so weiter, Knochenbrühen, das hat nichts mit Fleisch zu tun. Knochen, die über 16 bis 38 Stunden ausgekocht werden, sind hochpotente Kollagene, also für Verjüngung, Elastizität und hochpotente Nährstofflieferanten. Smoothies ist auch eine tolle Sache, ne? Du verdichtest die Energie in einen flüssigen Zustand hinein. Cheyenne-Extrakte, Fermentationen zum Beispiel, Algen wie Chlorella, Spirulina, Afa-Algen, Kelp-Algen zum Beispiel, die Moringa aus dem afrikanischen Bereich zum Beispiel, sind hochpotente Mineralienlieferanten und Nährstofflieferanten. Grüne Tonerde, Hagebutte, Acerola, Preiselbeeren, gerade wenn es um Vitamin C geht, ne, oder die Acerola zum Beispiel. Auch Chiasamen und Samengetreide sind hochpotente Eiweiß- und Mineralienlieferanten. Baobab-Pulver, da geht es ums Vitamin C. Roher Kakao hat unglaublich viel Nährstoffe, sehr viel Kalium, sehr viel Magnesium, sehr viel Calcium. Sprossen, das essen viele Menschen gar nicht. Oh ja, Sprossen. Angekeimte Sprossen, ne? Also Mungbohnen, Alfalfa, Kresse, Brokkolisprossen zum Beispiel, ne? Datteln, Nüsse, ätherische Öle, auch das, die Nährstoffversorgung über die Lunge zum Beispiel, oder ätherische Öle, die man hochpotent mit ins Essen hineingeben kann. Kokoswasser, natürlich Bifidobakterien, Lactobacillen, also Rechtsregulatoren, die natürlich für uns kleine Mikroorganismen sind, die sehr, sehr viele Nährstoffe enthalten und für uns auch Mikronährstoffe eben produzieren. Also das heißt, die Bakterien sind selber auch, werden verdaut, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also du musst dir jetzt mal so vorstellen, auf den Wildkräutern, also die Wildkräuter haben Nährstoffe, das ist schon mal toll. Ja. Aber auf den Wildkräutern sitzen Mikroorganismen und diese Mikroorganismen sind im Verbund mit der Pflanze sozusagen ein Mikroorganismus. Und wenn du jetzt das Wildkraut isst, hast du ja nicht nur die Pflanze, die du isst, die Faser, in denen Nährstoffe enthalten sind, sondern die kleinen fleischlichen Bestandteile, Rohkostqualität, die auf den Wildkräutern sitzen, die für dich auch hochpotente Nährstoffe liefern. Mhm. Die Pflanze im Gewächshaus hat diese Nährstoffe aber nicht. Warum? Diese Mikroorganismen auch
auch nicht, weil diese Sachen gedüngt werden, die sind nicht in der Natur, die sind nicht in Verbindung mit diesem Biotop, die sind dann auch wieder halb künstlich hergestellt. Und deswegen ist es immer das Wilde, das Hochpotente, Ursprüngliche, das es vor 80 Jahren noch gab, weil die Menschen in Wald, Wiesen, Gärten ihre Sachen anbauen mussten, die liefern die Hochpotenzen, die die Menschen heute nicht mehr haben. Und das ist die Ursache für diesen Mineralmangel und das Leid der Probleme, obwohl es uns so gut geht, obwohl wir eigentlich alles bekommen, fehlt uns das Innere am meisten. Ja, dass wir eigentlich so den Kontakt zur Natur ein Stück weit verloren haben. Und das ist ja auch etwas, was wir auch gerne den Leuten wieder näher bringen wollen, wieder mehr zur Natur zurückzukommen. Genau. Und Andreas, kleines Beispiel, ist mal so ein Sonnenblumenkern, ja? Da sagt dein Körper nicht, ah, passt jetzt das Verhältnis Magnesium zu Calcium, zu Phosphor, zu Schwefel, zu Silizium, zu was auch immer, sondern der Körper hat das ganze Element, was nur so wachsen konnte, weil alles da ist und du nimmst es auf und der Körper kann sich dann entsprechend der Möglichkeiten aus all dem bedienen. Bei einem Einzelsupplement hast du immer das Problem, Magnesium kommt, Calcium fällt, weil es nicht drin ist. Also musst du immer die Verhältnismäßigkeiten haben. Dann zu wissen, dass der Klient es auch genau so passt, dass die Prozente passen und nicht nur so vorgegeben werden, wie es von der Medizin gelernt wird, Verhältnis 2 zu 1 und wie auch immer, ist sehr, sehr schwierig zu kalkulieren und das geht in 98% der Fällen immer längerfristig schief. Ja, das heißt, unterm Strich kaufe ich mir also lieber ein Wildkräuterbuch oder vielleicht beschäftige mich ein bisschen mehr mit natürlicher Ernährung und dann gehe ich einfach mal raus. Ich meine, die Wildkräuter, das ist ja das Schöne, die sind ja kostenlos da draußen, die sind auch nicht gespritzt und die wachsen auch auf Böden, wo eben keine kultivierte Landwirtschaft stattfindet. Das heißt, dort, wo die Wildkräuter wachsen, sind die Böden in der Regel auch noch unberührt. Und, zum Beispiel, genau. Dann habe ich da wirklich ganz einfache Möglichkeiten, die zu mir zu nehmen. Aber jetzt kommt natürlich die große Frage, wie nehme ich sie denn zu mir? Hast du da vielleicht noch einen kleinen Tipp für uns zum Schluss? Andreas, wir bauen sehr viel Gemüse an, weil ich weiß, dass in dem Gemüse, das ich in meinem Garten anbaue, hochpotente Nährstoffe drin sind, weil ich bestimmen kann, wie tief beackere ich den Boden. Da sind viele Regenwürmer drin, sehr, sehr viele Käfer und so weiter. Aber es hat ja nicht jeder einen Garten jetzt vor der Haustür. Nee, aber ich hab halt auch einen Garten oder einen Wald, wo ich auch Wildkräuter pflücken kann. Und im Sommer bauen wir aber kein grünes Blattgemüse an. Wir essen Wildkräutersalate. Ja, ist doch ganz einfach. Wir brauchen jeden Tag grüne Nahrung, wir essen Wildkräutersalate, wir haben die in unseren Gerichten immer mit dabei, jeden Tag eine Handvoll Wildkräuter. Damit kannst du deine Nährstoffdecke pro Tag schon mal decken und die kann man auch online kaufen. Aber es ist jetzt im Verhältnis einfach so zu verstehen, Supplemente zu nehmen kostet Zeit. Warum? Du musst dafür arbeiten, du musst dafür Geld verdienen und du musst Zeit nehmen, diese zu schlucken. Also würde ich doch lieber mir Supplemente aus hochpotenten Nahrungsmitteln heraussuchen, die ich sowieso in meine Nahrung einbauen muss, weil essen müssen wir alle, es ist die gleiche Zeit. Ich suche mir nur hier besondere Sachen mit hinein, die einen Anteil haben in meiner normalen Ernährung. Da geht es also gar nicht um Rohkost oder Kochkost. Man kann ja auch schlechte Sachen, es geht nicht darum. Es geht darum, dass du 80% Nährstoffe hast und dann kannst du auch mal 20 oder 30% sündigen und dein Körper steckt das alles weg und das haben die Menschen nicht. Sie haben 80% sündigen in ihrer Nahrung, also leere Faserstoffe, da ist nichts drin und wenn sie mal 20% Supplemente einwerfen, ist es logisch, dieses Neutralisationsverhältnis geht dann nicht auf und wir sind dann wie bei der Pharmazie mit Supplementen. Wir verschieben die Symptome, wir gehen aber nicht an die Ursachen ran. Und ein Supplement ist für mich ein Medikament, das geht niemals an die Ursache ran. Ja, also eine zweite Sache, die man auch sehr schön machen kann, sind ja eben die grünen Smoothies, dass man dort die Pflanzen reinschmeißt, sage ich jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit Obst. Genau, wir haben ja viele Sachen aufgezählt. Ja, genau. Und da kann man dort die grünen Smoothies trinken. Das ist also auch eine einfache Möglichkeit. Und jetzt zum Schluss, nenn es vielleicht mal noch ein paar Wildkräuter, weil ich habe schon die Frage in den Ohren, Wildkräuter ist schön, aber ich kenne die alle nicht. Ich kann die nicht unterscheiden. Also sag mal, man muss ja nicht 30, 60 Wildkräuter kennen. Wenn wir 5 oder 10 Wildkräuter kennen, würde das reichen. Zum Beispiel der Löwenzahn, den kennen wir alle. Die Bitterstoffe, die für die Leber gut sind. Die Brennnessel kriegt auch jeder hin. Genau, Brennnessel kriegt ihr hin, gut für die Niere. Der Sauerampfer, ja, der wirkt sehr gut entgiftend. Die Vogelmiere, sehr gut fürs Lymphsystem, ja. Die Knoblauchrauke hat eine antibakterielle Wirkung, ja. Der Giersch zum Beispiel, der enthält alle Mineralien, die wir brauchen, ist auch eines der leckersten Wildkräuter. Da haben wir schon 5 Wildkräuter. Der Spitzwegerich noch antibiotisch, die Kresse zum Beispiel auch, wirkt auch entzündungshemmend. Da hat man doch schon genug, was erstmal ausreichen würde. Ich sage immer, Andreas, wenn du ein eigenes Haus hast, einen eigenen Garten, schau mal vor die Haustür, welche Wildkräuter da wachsen. Das sind genau die, die du brauchst. Ja, das ist cool. Also wenn das wirklich so ist, dann brauchst du wirklich nur rausgehen und gucken, was da wächst.
So, Hippokrates und Sokrates hat gesagt, Nahrung ist deine Heilung und Heilung soll deine Nahrung sein. Damals wurde das den Menschen noch gelernt. Da war man aber nicht abhängig von Geld und Wirtschaft und von System. Und wer das versteht, der geht wieder zurück zur Natur, der sucht sich hier wieder so seine optimalen Nahrungsmittel aus, die passen, die einem auch das liefern, was wir brauchen. Und dann kann man auch sehr erfolgreich sein mit Geld, mit Wirtschaft, mit Business. Aber die Gesundheit ist die Grundvoraussetzung, damit das möglich wird. Ja, da gebe ich 100% recht. Also wir fassen zusammen. Wir haben angefangen mit dem Apfel und haben gelernt, dass es Sinn macht, unsere Nahrung wirklich so zu uns zu nehmen, wie die Natur es vorgibt, und es keinen Sinn macht, da jetzt einzelne Stoffe rauszunehmen und den Körper da langfristig mit zu supplementieren. Kurzfristig kann es also Sinn machen, um den Körper auf ein gewisses Level wieder zu bringen. Wir haben eine ganze Menge Dinge, natürliche Superfoods kennengelernt. Und Wildkräuter sind da somit das Beste, was die Natur für uns zu bieten hat. Und das Schöne ist, die wachsen draußen vor der Tür kostenlos. Und wer da mehr darüber erfahren will, der kann sich ja ganz einfach mal ein Wildkräuterbuch kaufen. Und da kann man da sehr, sehr schnell sich damit dieses Wissen aneignen. Und das ist sicherlich besser investierte Zeit, als sich jetzt langfristig da den ganzen Schrank voll mit Supplementen zu stellen und davon in Abhängigkeit zu geraten. Genau. Prima. Also dann schauen wir auf die nächste Folge. Thema, was ist das nächste Thema der nächsten Folge? Warum Medikamente nicht helfen und nur Symptome verschieben? Das ist ein guter Ansatz zu den Supplementen, auch im Gesamtverständnis. Okay, also wenn du dabei sein möchtest, dann hör die nächste Folge an. Wir freuen uns erstmal, dass du heute mit dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal, damit du keinen der weiteren Folgen verpasst. Und ein Tipp, den haben wir noch gar nicht erwähnt im Podcast. Du kannst die Podcast-Folgen übrigens auch alle auf Video auf YouTube anschauen. Also wenn du mal gucken willst, wie wir hier so aussehen, während wir das aufnehmen, schau doch gerne auch mal auf YouTube vorbei. Ja, und jetzt freuen wir uns erstmal auf die nächste Folge und sagen bis zum nächsten Mal. Dein Florian Sauer und Andreas Paffrath. Wunderbar. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.